Unsere dritte Übernachtung in Holzau war im Berghotel Talblick. Hier ist der Name Programm. Das Hotel steht auf dem Berg und man hat einen wunderschönen Blick ins Tal. Sehr empfehlenswert. Hätten wir noch eine Woche bleiben können. Dann ging es los nach einem guten Frühstück übrigens auf die offiziell zweite Etappe des Erzgebirgskammwegs. Von Holzau nach Seida zum Hotel Kreuztanne. Der Weg führt übrigens direkt durch den Lebensraum des Nashornkäfers. Dieser sieht hier in der Gegend nicht nur aus wie ein Wildschwein, er erreicht auch dessen beachtliche Größe. Das machte uns schon Angst, denn überall im Wald gedachte man mit speziellen Tafeln der Jäger und Förster, die sich dieser Bestie schon mutig entgegengestellt und dabei ihr Leben verloren hatten. Wir bedauerten schon, nicht im Winter da gewesen zu sein, denn hier oben auf ungefähr knapp 800 Meter, wenn ich richtig gelesen habe, befindet sich die Höhlenloipe, die auf ungefähr 13 Kilometern dem Langläufer im Winter viel Freude bringt. Wettertechnisch sind wir heute gar nicht so weit entfernt. Langläufer sehe ich allerdings keine. Ohne Angst und ohne Skier bewegten wir uns dann aber doch ziemlich schnell in Schrittes Richtung Rechenberg, unserem nächsten Ziel. Der kleine Umweg zum Rechenberger Blick, der lohnt sich auf jeden Fall. Hier hat man nicht nur eine fantastische Aussicht auf den Ort, im Ort erwartet einen auch ein Biermuseum. Das wusste ich schon vorher, hatte mich aber an falscher Stelle dummerweise eine halbe Stunde angestellt, bevor ich meinen Irrtum bemerkt hatte. Und so kamen wir genau mit laut Sonnenuhr 30 Minuten Verspätung in Rechenberg an und wurden von einem Bewohner begrüßt, den wir so nicht in Rechenberg erwartet hatten. Wer übrigens, Stichwort Nashornkäfer, weniger mutig ist, der kann von Holzau nach Rechenberg auch mit der Bahn fahren. In Rechenberg an der Freiberger Mulde gibt es eine alte Sägerei. Einen Schornstein mit einem Baum drauf, einen Schwibbogen vorm Rathaus. Viele schöne, gut erhaltene alte Gebäude mit schönen Fassaden. Eine Kirche, wie man hört, und ein Brauereimuseum. Und das will besichtigt werden. Wir haben die Führung im Brauereimuseum knapp verpasst und kriegen deswegen unser Bier, was dazu gehört, jetzt vorher und nehmen dann an einer Führung teil. Rechenberger Primus heißt meins und du hast Kellerbier. Zum Wohl. Zum Wohl, wir schaffen das, bis die Führung beginnt. Leider gab es im Rechenberger Brauereimuseum Filmverbot, aber eines hatte ich gelernt. Wer Bier trinkt, sorgt dafür, dass die Sonne scheint. Und das können wir durchaus bestätigen, allerdings gilt diese Regel nicht für Sturm. Übrigens soll das Rechenberger Bier, so ein Einwohner, nur deshalb so gut schmecken, weil das genutzte Wasser vorher durch den über der Brauerei gelegenen Friedhof läuft. Und noch was, bis vor kurzem durfte offensichtlich in Rechenberger Hotels noch geraucht werden. Na gut, in diesem Hotel garantiert schon viel länger nicht mehr. Wir warfen noch schnell einen Blick auf das historische Flößerhaus direkt an der Freiberger Mulde. Freiberg übrigens tolle Stadt, kommen wir später noch zu. Das kleine Museum in dem Häuschen wird von einem Verein betrieben. Leider hatte es heute auch geschlossen. Und so machten wir uns dann weiter auf den Weg nach Seida. Mittlerweile war, wir denken an das Bier, nicht unerwartet die Sonne rausgekommen. Aber es war ziemlich stürmisch geworden. Der eine oder andere mag sich noch erinnern, es gab mal von Karat einen Titel, der hieß Gefährten des Sturmwinds. An den musste ich jetzt unweigerlich denken, als uns dieser Sturm an ein paar völlig unbeeindruckten Rechts- und Linkshandkühen vorbei in Richtung Unterkunft gepustet hat. Schön, dass es bei dieser Wanderung wirklich nicht geregnet hat. Aber bei diesem Sturm wird es auch nicht regnen. Aber auf jeden Fall schienen wir durch diesen Rückenwind erfolgreich diese Nashorn-Käfer-Wildschwein-Kombination abgehängt zu haben. Wenigstens was. Wir sind also wirklich hier im Bärenland. Jetzt auch noch im Bärenland? Diese vielen Himbeeren, diese Blaubeeren und dann diese Holunderbeeren. Wie viel Sirup man davon machen könnte. Ach so. Der letzte Höhepunkt der Tour. Zu gewachsen und ohne Wasser. Die Rachelbrücke. Der Düsterwald. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir nähern uns unserem Hotel. Wird auch echt Zeit. Und hier war es warm und windstill. Und wir hatten einen tollen Abend. Aber dazu gleich mehr.
Kreuztanne hieß unser Hotel, in dem wir von gestern zu heute übernachtet haben. Auch hier hatten wir ein tolles, auf Wanderer zugeschnittenes Zimmer, einen tollen Service und vor allen Dingen auch eine gute Küche, regionale Küche aus regionalen Produkten. Und dreimal dürft ihr raten, was habe ich gegessen? Richtig, Buttermilchgitzen. Strömender Regen am nächsten Morgen. Die anderen Gäste im Frühstücksraum wussten genau, dass dieser Regen nie mehr, naja, zumindest am heutigen Tag aufhört. Von ihrer App auf dem Telefon. Und so beschlossen wir, vorfristig mit der Postkutsche, oder vielleicht war es auch der Gepäcktransport, in unsere nächste Unterkunft, dem bunten Haus nach Seifen. Na also, geht doch, zu fahren. Und so starteten wir nun, es blieb uns ja nichts anderes übrig, unsere Wanderetappe aus dem Ort, in dem immer Weihnachten ist, einfach rückwärts. Denn mittlerweile war die Sonne rausgekommen. Ich trage eine Sonnenbrille, das erste Mal in diesem ganzen Urlaub. So viel zu den Apps. Naja, und der erste Versuch eines erfolgreichen Tourstarts endete bereits in einem Geschäft für erzgebirgische Volks- und Weihnachtskunst. Und ja, natürlich habe ich was gekauft. Rechts. Und nachdem wir unsere Einkäufe dann im Hotel verstaut hatten, war der zweite Versuch in Richtung Schwartenberg durchaus erfolgreich. Na Aschenbrödel, hast du drei Haselnüsse gefunden? Erstmal nur eine und noch sind sie auch nicht reif. In der ersten ist, glaube ich, ein Kleid. Und dann waren wir sogar ziemlich schnell auf dem ungefähr 790 Meter, ich glaube 800 Meter hatte er nicht, hohen Schwartenberg. Die einladende Schwartenbergbaude ließen wir heute allerdings links liegen, denn... Na, wer sammelt denn hier? Jetzt noch schnell das obligatorische Gipfelfoto, ein Blick auf Neuhausen, unser nächstes Wanderziel. Und gerade als wir losgehen wollten, offerierte sich uns ein unwiderstehliches Angebot. Hier sehen wir wieder ein typisches Zeichen der erzgebirgischen Gastlichkeit. Wenn man müde gelatscht mit schmerzenden Füßen hoch auf den Schwartenberg kommt, kann man in diesem mobilen Massagesalon eine Fußmassage in Anspruch nehmen. Ein schöner Service. Naja, und was soll ich sagen? Natürlich sind wir schwach geworden, was will man auch machen für einen Zehner. Ne? Wir schwebten quasi wie auf Federn runter nach Neuhausen, auf das sich auf diesem Weg übrigens ein unglaublich schöner Blick ergibt mit seiner Kirche und seinem Schloss. Und warum ist denn nun gerade Neuhausen, zumindest in eigener Ansicht, der schönste Fleck im Erzgebirge? Okay, fassen wir mal zusammen. Es gibt eine schöne Kirche. Einen Schwibbogen, sogar in 3D. Ein Badusan-Fachgeschäft und einen Bahnhof, auf dem schon lange kein Zug mehr gehalten hat. Es gibt ein schönes Schloss, in dem heute ein Hotel ist und das in einem wunderschön gepflegten Schlossgarten steht. Und als ob das nicht schon genug ist, stehen überall im Ort traditionelle erzgebirgische Holzfiguren im Maxi-Format und es gibt das Nussknacker-Museum. Und das hat er sogar geöffnet. Wir sind jetzt im Nussknacker Museum Neuhausen. Hier kann man Nussknacker aus aller Welt und für alle Welt bewundern. Als Fußballer und sogar als Asterix und Obelix. Und nicht zu vergessen sogar Lucky Luke, der die Nüsse mit dem Hintern knackt. Rückweg nach Seifen. Dies ist übrigens kein gewöhnlicher Stein, sondern ein Taufstein, der von der Neuhausener Bevölkerung genutzt wurde, während im Dreißigjährigen Krieg Soldaten den Ort besetzt hielten und plünderten. Sehr weit bis zum Armbruch. Und Hunger hatten wir mittlerweile. Steinhügel ist ja auch schön.
Über einen Weg, den wir noch nicht kannten, kamen wir dann nach Seifen zurück und beendeten diesen Wandertag einfach noch mit einem Rundgang bei sommerlicher Abendstimmung durch diesen, wie wir jedenfalls finden, sehr schönen Ort. Und da waren wir wieder am bunten Haus. Hallo, schöne Frau, kommen Sie zu mir, 204. Und durch dieses immerhin schon unser viertes Hotel zieht sich stimmig die gesamte Tradition seifener Spielzeug und weihnachtlicher Holzschnitzkunst. Sehr gemütlich übrigens. Und auch hier wurden wir natürlich mit super regionaler Küche bewirtet. Und wer zu viel getrunken hat und die Nummer seines Hotelzimmers vergessen hat, erinnert sich vielleicht an die Holzfigur. Es gab Sülze mit Bratkartoffeln. In Neuhausen konnten wir übrigens für unsere letzte Wanderetappe am nächsten Tag das Wetter selbst einstellen. Ob's geklappt hat? Na, das seht ihr dann im nächsten Film. Und Sonnenschein. Sonnenfrau.